Okay. Papa, okay. Bye bye. No, come back. Yes, 2 years. So you still remember me. Yeah, I'll promote your store. Good morning, I'm calling from room 525 and I wanted to inform you that I'm ready for checkout. Good morning. Perfect. Finally. Do you need a taxi? Oh no, I will get one by myself. Thank you. Ich hab's jetzt endlich geschafft. Ich bin jetzt draußen auf der Straße. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch ein Taxi finden und ich habe mir eine kleine Challenge gesetzt und zwar, ich möchte versuchen, das Ganze komplett auf Thai zu machen, denn ich habe natürlich in der Quarantäne auch ein bisschen Thai gelernt und jetzt schauen wir mal, ob das klappt, Taxi komplett auf Thai zu bestellen. Sorry, Cap. Chai Mita, Rama, Cap. Okay, let me get the baggage inside. Okay, by Thanon Paramsi, Glai Wat Phua Lompong, Cap. เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับหน้า Family Mart ตรงนี้ Family Mart ไม่มีแล้ว yeah sorry it used to be there เลี้ยวขวาตรงไปครับ okay จอดตรงนี้ครับ เท่าไรครับ 78 okay ไม่เป็นไร ขอบคุณครับ Leo-Side. Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das Einzige, wo ich nicht so auf Thai sagen konnte, war, bitte den Kofferraum aufmachen. Und dann am Schluss ist mir auch noch ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe gesagt, er soll beim Family Mart abbiegen. Der hat aber irgendwie, weiß nicht, ein paar Tage vorher scheinbar zugemacht. Und dann war gar keiner mehr da. Aber hat alles super geklappt. Man sieht hier hinten schon die ersten Streetfood-Stände oder beziehungsweise das war jetzt ein Früchtestand. Und jetzt versuche ich, dass ich hier irgendwo meine Haare schneiden kann. Sawasdee krap. Kun phut phasa angkrit tamai krap. Thaurai krap. Yeah. Thaurai krap. 200. Okay. Yeah, like this. Okay. Is it okay if I have the camera? Okay, got some cup. Need no eye cup. ขอบคุณมากครับวิพูดไทยชัดเลยเรียนเหรอสกุลเหรออยู่สกุลไทยแลนด์เหรอสปีคอิงสปีคไทยแลนด์ A little bit, not Where you come from? Germany. Germany.
Holiday? Yes, but for a few months. So, Songroy? Songroy. Okay. ขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย Ja, hat doch eigentlich ganz gut geklappt, oder? Also ich muss mir mal daheim im Detail anschauen. Sieht man ja erst, wenn man einmal geduscht hat und sich selber stylt. Aber ich glaube, ist ganz gut. Hat 200 Thai-Baht gekostet. Sind umgerechnet ziemlich genau 5 Euro. Ja, also für hier so mittelmäßig, würde ich sagen, vom Preis her. Ich habe schon für 80 Thai-Baht, also ca. 2 Euro Haare geschnitten. Aber 5 Euro finde ich auch noch absolut okay. Und so der erste Eindruck ist auch ganz gut. Nur mit den Thai hat es natürlich so ein bisschen gehapert. Da habe ich jetzt nicht die Begriffe gekannt. Da musste ich das meiste nicht auf Englisch durchwursteln. Aber es hat auch ganz gut geklappt. Ich habe ihr dann einfach ein Foto gezeigt, wie es ungefähr ausschauen sollte. Und ja, ihr seht es ja. Passt doch eigentlich, oder? Ich bin zumindest zufrieden. Sawadeekap. Au chayen nungkeo kap. ขอบคุณครับโอเคครับSo, und jetzt habe ich schon den ersten Thai-Tee hier bestellt. Meine Freundin hat gerade Mittagspause, das heißt, wir gehen jetzt eine Kleinigkeit zusammen essen. Und dann am Nachmittag muss ich noch ein paar andere Sachen erledigen. Da muss ich erstmal eine thailändische SIM-Karte kaufen, Geld wechseln und so weiter. Also noch so ein paar organisatorische Sachen. Ja, yeah, promote your store. Come here to Marikiniti. Yes. Aroi Mark. Welcome back 2 years. Yes, 2 years. So you still remember me? Oh. Very good. ขอบคุณครับขอบคุณครับ Ja, das war jetzt richtig lecker. Ich war tatsächlich so hungrig, dass ich gar nicht gefilmt habe, aber es war gelbes Curry mit Garnelen. Und das Lustige war, ich habe ja früher in dieser Gegend hier gewohnt. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor 2 Jahren hier und die Restaurantbesitzerin hat sich noch an mich erinnert. Das war natürlich irgendwie, ja, schon ein cooles Gefühl, dass sie mich noch erkannt hat. Inzwischen sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich habe nochmal geduscht. Die ganzen Haare, die mir vom Friseur hier noch geklebt haben, erstmal abgeduscht. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Shopping Mall, denn ich brauche natürlich noch eine SIM-Karte.
Und da ist ganz wichtig, natürlich den Reisepass mitnehmen, weil die SIM-Karte muss ja auf meinen Namen registriert werden. Das heißt, Reisepass habe ich im Rucksack. Und danach geht es noch zum Geldwechseln. Dafür braucht man in der Regel auch meinen Reisepass. Zumindest wenn man bei den großen offiziellen Wechselstuben das Geld wechselt. Und das würde ich tatsächlich auch empfehlen. So, in dem Gebäude hier, das ist Samyang Myurton, eines der neuesten Shopping-Center hier in Bangkok. Das ist, glaube ich, 1,5 bis 2 Jahre alt. Und im hinteren, ein bisschen älteren, also das weiße Gebäude hier, da ist der Chomchuri Square. Das ist ein bisschen, ja, schon in die Jahre gekommenes Shopping-Center. Da gehen auch meistens nur Local hin, also ist jetzt nicht bekannt unter Touristen. Aber ich glaube, für die SIM-Karte ist es ganz gut, weil da kriege ich wahrscheinlich das beste Paket, den besten Preis. Wenn ich es hingegen im MBK kaufe, dann kriege ich vielleicht am Schluss noch irgendein Touristen-Package aufgequatscht. Sorry, do I need to... Okay. Do you have Wi-Fi here? Because it's, it doesn't... What line? Line. A line? Line. Yeah. Okay, use app. Okay. But I don't have any internet. Oh, no. You can. Your name and telephone. Okay. Okay. Yeah, das hat gerade schon gut gestartet. Erstmal war nur ein Eingang offen, alle anderen sind hier geschlossen. Und da musste ich am Eingang so einen QR-Code einscannen. Hat aber gar nicht funktioniert, da ich ja noch gar kein Internet habe. Das heißt, ich habe mich jetzt irgendwie händisch in irgendeine Liste eingetragen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich weiß gar nicht, auf welchem Stockwerk hier die Handyanbieter waren. Ich versuche aber zu AIS oder AIS zu gehen. Die hatten mich letztes Mal, meine ich mich zu erinnern, das günstigste Package. Ja, das ist vielleicht noch ganz interessant zu sehen. Da unten stehen lauter Leute mit Dokumenten und es sieht fast so aus, als wäre hier so ein Impfzentrum, zumindest da. Ich kann mal versuchen, das ein bisschen größer zu machen. Ist so ein Schild, wo es aussieht, ja, als ob man sich da impfen lassen kann. Und ich vermute, dass all die Leute da unten auf ihren Impftermin warten. Sawadee krap. Can I buy a SIM card here? Yes. Yeah, do we need to check the temperature? Can you bring your passport? Yeah, I have it with me. Oh. Okay, thank you. Oh, can you tell me about the prices in the meantime? Do you have like unlimited internet, mobile data? Okay. No phone calls? No. Just... Okay. Start 200 baht per minute. Sorry. 200 baht per month. Yeah. You can use... And which speed? 4 Mbps. Okay. Unlimited. And if I want to get the faster speed? Faster? Let me check first. Okay, don't worry. Now serve H001. Ah, okay. Internet. Have a promotion, 300 baht per month. And for which speed? Speed 10 Mbps. Oh, okay. And it's if I want to renew, it's still the same price or it's going to be more expensive? The price is only for the first month or and for the second month it's 300 baht again or is it more expensive then? You can use 300 baht, can you until 6 months? Oh, okay, but 300 baht per month, unlimited internet, 10 megabyte per second. Yes. Okay, I will take it. Okay, let me check. Next month, you top up. Yeah, I can do it online, right? Yes, and package will continue automatically. Oh, okay. So I just need to top up 300 baht and it will automatically renew. Okay. Yes. Ja, das war eine ziemlich gute Idee, hierher zu kommen. Wie ich mich richtig erinnert habe, haben sie hier tatsächlich, oder zumindest meiner Meinung nach, ziemlich gute Preise. 200 Thai Baht für unlimitiertes Internet mit einer Geschwindigkeit von 4 Megabyte die Sekunde. Dann habe ich gefragt, ob sie noch was bisschen schnelleres haben. Und jetzt habe ich quasi ein Paket für
300 Talbart gekriegt mit 10 Megabyte im Monat. Also da kann ich wirklich auch mal Livestreams von unterwegs machen. Oder ich kann im schlimmsten Fall, also falls ich mal irgendwo bin und schlechtes Hotel-WLAN ist, kann ich direkt über meinen Handy-Hotspot Sachen hochladen. Und das ist eigentlich perfekt. 300 Talbart sind vielleicht, ja, 7, 8 Euro sowas. Hab's jetzt nicht ganz im Kopf. Aber unlimitiertes Internet, keine Drosselung. Und jetzt als nächstes geht's zum MBK. Und dort werde ich jetzt mein Geld dann wechseln. Ja, hier ist jetzt auf jeden Fall eine Aufnahme verloren gegangen. Ganz kurz zur Erklärung. Ich wollte eigentlich zum Super Rich Money Exchange gehen und dachte ursprünglich, dass es das im MBK gibt. War aber nicht der Fall, hatte ich irgendwie noch falsch in Erinnerung. Deswegen ging es von hier aus direkt weiter zum benachbarten Siam Paragon. Ja, hat sich richtig gelohnt, hierher zu kommen. Der Wechselkurs war ja nochmal deutlich besser. Ich kann ja nochmal das Vergleichsbild einblenden vom MBK und hier vom Siam Paragon, vom Super Rich Money Exchange. Und ja, das ganze Video heute war so ein bisschen gestöpselt. Ich hoffe, dass da einigermaßen was bei rauskommt. Aber verzeiht mir, heute muss ich einfach relativ viel Sachen organisieren. Aber ab morgen, spätestens übermorgen, sollten dann die ersten richtigen Videos hier aus Bangkok kommen. Aber ich glaube, für heute beende ich das Video. Das wird sonst nur ein riesen Chaos. Ich laufe jetzt eh nur noch relativ entspannt nach Hause und dann schwimme ich vielleicht noch eine kleine Runde, um mich zu erfrischen. Denn hier ist es tatsächlich ziemlich heiß. Circa 36 Grad. Sonnig, obwohl eigentlich die Regensaison jetzt so langsam anfängt, ist heute schön sonnig, blauer Himmel. Von daher werde ich das schöne Wetter noch ein bisschen genießen und verabschiede mich schon mal von euch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.